Es gab eine Zeit, da weder Sonne noch Mond Mittelerde in ihr Licht tauchten. Stattdessen wurde die ganze Welt vom Glanz der zwei Bäume von Valinor beschienen. Valinor, das Reich der Valar, weit im Westen jenseits der See. Die Valar hatten die Welt geformt und als die ersten Elben in Mittelerde erwachten, luden sie sie ein, mit ihnen in den Palästen und Gärten Valinors zu leben. Nicht alle folgten dieser Einladung. Einige, weil sie wussten, dass unter den Valar auch ein Wesen existierte, das ihnen Übles wollte. Melkor, der Verführer. Andere Elben blieben in Mittelerde, weil sie sich in das Land verliebt hatten. Unter jenen, die nach Valinor gingen, um im Licht der zwei Bäume zu baden, war das Volk der Noldor. Diese Elben waren bekannt für ihre Schmiedekunst und der kunstfertigste, wenn auch heißblütigste unter ihnen, war Feanor, der Sohn des Königs. Während seiner Zeit in Valinor gelang es Feanor, das Licht der Bäume in drei Edelsteinen einzufangen. Diese Steine waren das vollendetste Kunstwerk, das die Welt je gesehen hatte, und ihr Licht vermochte die Feinde der Valar und Elben zu verbrennen. Feanor nannte sie die Silmaril. Melkor war es, der Feanor und seiner Sippe den Untergang brachte. Er säte Zwietracht unter den Noldor und Valar. Die Valar hätten die Elben nur nach Valinor geholt, damit die Menschen über Mittelerde herrschen könnten. Feanor gegenüber trat Melkor als ein Freund auf, ein weiser Mentor, der von den anderen Valar nur missverstanden wurde. Er brachte Feanor dazu, seine Hand gegen seinen Bruder Fingolfin zu erheben. Feanor wurde vom Hof verbannt. Melkors Plan, die Noldor zu einer offenen Rebellion zu führen, war jedoch gescheitert. Und so tat er das Undenkbare. Mithilfe der Spinne Ungoliant zerstörte er die zwei Bäume und stürzte die Welt in Dunkelheit. Die Valar baten Feanor um die Silmaril, um mit ihnen die Bäume zu retten, doch Feanor verwehrte sie ihnen. Das führte zu einer noch größeren Tragödie, denn Melkor tötete Feanors Vater, den König der Noldor, und floh mit den Silmaril zurück in seine schwarze Festung Angband in Mittelerde. Feanor sammelte die Noldor um sich, um Melkor zu verfolgen. Er verfluchte ihn und gab ihm den Namen, unter dem er bis heute bekannt ist: Morgoth, der schwarze Feind. Als sich die Schiffsbauer unter den Elben Valinors weigerten, den Noldor ihre Schiffe zu überlassen, erschlug Feanor sie und beging den ersten Mord unter Elben. Von nun an war er selbst verflucht, ebenso wie jeder, der die Silmaril begehrte. Alle Noldor, die Feanor gefolgt waren, wurden aus Valinor verbannt, auch die Sippe seines Bruders Fingolfin. Feanor hingegen hielt seinen Bruder für wertlos und wollte ihn nicht auf seinem Kriegszug gegen Morgoth an seiner Seite haben. Er vernichtete die Schiffe und zwang seine nun heimatlosen Verwandten somit zu einem langen Fußmarsch über das ewige Eis des Nordens, der viele der Sippe Fingolfins das Leben kostete. Feanor und seine ihm treuen Söhne waren jedoch sicher an den Küsten von Beleriand angelandet. So hieß in jenen Tagen der westliche Teil Mittelerdes, der heute nicht mehr ist. Sie stürmten gegen Morgoths Festung Angband an, doch die Macht des dunklen Herrschers war zu groß. Feanor wurde von den Balrogs erschlagen. Mit seinem letzten Atemzug verfluchte er Morgoth bis in alle Ewigkeit. Während die Valar die Sonne und den Mond erschufen, um die neue Finsternis zu durchdringen, wurde Feanors Sohn Maedhros die Aufgabe zuteil, den Krieg seines Vaters weiterzuführen. Er errichtete einen Belagerungsring um Angband. Zum Hochkönig der Noldor wurde jedoch nicht er, sondern sein Onkel Fingolfin. Maedhros überließ ihm dieses Amt, nachdem Fingolfins Sippe ihn vor dem Foltertod durch Morgoths Hand gerettet hatte. Nun herrscht seit 400 Jahren trügerische Ruhe. Die Noldor halten die Belagerung Angbands aufrecht und Morgoth kann seine schwarze Festung nicht verlassen. In seiner Eisenkrone trägt er die drei Silmaril und sein Gesicht und seine Hände sind verbrannt von ihrem Glanz.
Hallo, liebe Leute da draußen. Wir starten heute ein neues kleines Projekt und erstmal mit einer kleinen Besetzung, die aber mit der Zeit, denke ich, anschwellen wird. Und das Projekt lautet, dass wir uns den Teilen vom Kanon Tolkiens widmen, den die wenigsten Leute wirklich gelesen haben. Wir spazieren durch den Garten des Silmarillion. Also des Buchs über die Silmaril, beziehungsweise je nach Ausgabe vor allen Dingen eine Sammlung von dem Lied über die Silmaril und einigen anderen Schriften, die insgesamt die vollständig erhaltene Historie, so wie Tolkien sie schließlich niedergelegt hat, für seine Fantasiewelt umfasst. Und darin finden sich einige historische, spannende und tragische und traurige und vielleicht auch schöne Geschichten, unter anderem mit tollen Hunden, was für mich immer ein Bonus ist, weil Tolkien unter anderem auch Hunde sehr mochte, die sehr zu dieser Welt beitragen. Aber so viele Leute sind am Lesen dieses Buches gescheitert, dass die Annahme grundsätzlich ist, dass niemand das kann. Aber das Schöne ist, man kann sowas ja auch anders aufbereiten. Und das machen wir insofern, als dass wir Geschichten daraus als Rollenspiel spielen werden. Und mir zur Seite stehen für den Start dieser kleinen Reihe einmal Erik. Den kennt ihr sicherlich auch schon aus verschiedensten Streams und Projekten bei uns. Der eine der berühmtesten Figuren des Silmarillion übernehmen wird, nämlich Beren. Und der sich schon vor einen mystischen Wald gesetzt hat, wo auch unsere erste Szene, denke ich, spielen wird. Und auf der anderen Seite finden wir die wunderbare Natascha, auch bekannt als die Princess Paperplane, die wiederum die Luthien Tinuviel spielen wird. Das schönste Kind Ilúvatars, wie es heißt, und die Tochter eines Elbenfürsten und einer echten Maia, also im Grunde einer Halbgöttin. Und das sind die beiden Figuren, mit denen sich Tolkien und seine Frau am ehesten identifiziert haben. Und das ist auch eine der Geschichten, die am häufigsten wieder neu erzählt wurde. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Varianten, in denen das Lied von Beren und Luthien tatsächlich existiert. Unter anderem eine, in der Sauron eine Katze ist, was ich finde eine Menge sagt. Und die Schlitzpupille in manchen Umsetzungen sehr passend macht. Und dementsprechend finde ich es auch alles andere als irgendwie ein Problem, diese Geschichte zu nehmen und nochmal zu erzählen und dann eben das auch vertrauensvoll in eure Hände zu legen, ihr lieben beiden Leute, dass ihr entscheidet, wann die Figuren was machen auf der Basis dessen, was sie sind. Denn zum Glück kennt ihr den Stoff zumindest teilweise oder zumindest so weit, dass ihr wisst, wo wir uns befinden und was all diese vielen schönen Worte mit den klingenden Vokalen und den Th zu bedeuten haben. In dem Sinne, hallo ihr zwei und vielen Dank, dass ihr euch darauf einlasst. Hallo. Hallo, vielen Dank fürs Hierhaben und so. Ja, das werden wir sehen, ob ihr das nicht noch bereut. Ich hoffe, niemand muss das bereuen. Inklusive auch der Zuschauer. Aus mit mir. Sicher. Ich glaube, ich werde da jetzt keine drastischen Entscheidungen treffen, die meine komplette Blutlinie beeinflussen können. Das wäre ja dramatisch. Wir spielen dementsprechend aber auch eine lange Zeit vor dem Herrn Ringe. Die Ringe sind noch nicht geschmiedet. Tatsächlich ist Sauron aktuell auch nicht der Bösewicht, in dem Sinne, als dass er nur einer von den Dienern von Morgoth ist, ursprünglich Melkor. Einer der Ainur, also der großen hohen Geister, die im Auftrag des Weltenschöpfers die Welt herbeigesungen haben und derjenige, der als erstes Misstöne und Eifersucht in die Welt gebracht hat, als der mächtigste unter ihnen, auch derjenige, der am ehesten abweichen wollte. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt einsteigen, ein paar Jahrhunderte, als die Zeitrechnung tatsächlich begonnen hat, vorher in einem Land, das ohne Zeit mehr oder weniger dahingeflossen ist, erst nur im Licht der Sterne und der Lampen von Yavanna, einer der Ainur, dann im Licht der 2 Bäume, die im Westen in Valinor erwuchsen und die Nacht und Tag jeweils in Folge von ein paar Stunden erzeugt haben mit silbernem und goldenem Licht. Jetzt nun befinden wir uns in einer Zeit, wo noch nicht lange Sonne und Mond gemeinsam mit den Sternen die Welt mit Licht bedenken und dementsprechend auch viele Kreaturen der Finsternis vertreiben. Das Licht der Sonne, die noch relativ frisch ihrem Tagwerk nachgeht,
die verbrennt und versenkt viele der Kreaturen, die Morgoth ausschickt, seine Orks und anderen Wesenheiten, die er herangezogen hat, um die Welt seiner Untertan zu machen. Tatsächlich ist eine von unseren beiden Figuren damit älter als die Sonne, was in wenigen Settings etwas ist, das man einfach so sagen kann. Aber Lucien, ja, für deine 3000 Jahre plus, aber keinen Tag älter als 3000 siehst du aus. Nein, Lucien, geboren noch zu einer Zeit, wo nur die Sterne am Himmel standen, Tochter von Eothingol, der nach Westen gereist ist, aber zurückgekehrt ist und sich dann in eine Maia verliebt hat, um dort dann auch unter diesem neuen Namen Eothingol zu regieren, hat mit dir sein einziges und sein geliebtestes und schönstes Kind und das, was ihm in der ganzen Welt am wichtigsten ist, in die Welt gebracht. Und so bist du aufgewachsen in einem wohlgeschützten Reich, an dem viel der Fairnisse, die ansonsten über Mittelerde kamen, vorbeiging. Denn deine Mutter Melian hält ihre schützende Hand und ihre mächtige Magie über dieses Reich, über Doriath, einen gesegneten und wunderschönen Wald, der im Herzen dessen liegt, was als Beleriand durchaus auch bekannt ist. Der Westen des Kontinents, den man als Mittelerde kennt, und ein Land, das irgendwann in der Zukunft noch unter dem Meer verschwinden wird. Und dementsprechend ist dein ganzes Leben in diesem begrenzten Raum abgelaufen. Aber in diesem wunderschönen Raum, in dem die Elben und die Wälder und die Tiere darin in einer Harmonie miteinander leben, in dem sie die Gefahren von außen abwehren können durch Waffenkraft und durch Magie, wo die höchsten Künste erreicht werden, die schönsten Melodien gesungen werden, die feinsten Dinge geschmiedet werden und die zarteste Magie gewoben und wo geweissagt wird, dass nie ein Mensch die Grenzen dieses Reiches überschreiten wird. Außer einem. Aber der wird getragen werden von mächtigem Schicksal und ausersehen sein, Großes zu bringen. Nicht nur für Doriath, sondern für die ganze Welt. Und dir wiederum, dem schönsten Kind Ilúvatars, ist geweissagt worden, dass deine Linie die Kinder und Kindeskinder von dir auf ewig einen großen Einfluss haben werden auf diese Welt. Aber die meiste Zeit verbringst du damit, von deiner Mutter zu lernen, in Gesprächen mit Gästen am Hof deines Vaters, unter anderem mit Galadriel, einer der Noldor, der findigen und, man könnte auch sagen, listenreichen und mit Waffen gewappneten Elben, die aus dem Westen wieder zurückgekommen sind, um Krieg mit Morgoth zu führen, der die heiligen Steine der Silmaril gestohlen hat, und die am Hofe deines Vaters als eine der wenigen dieser Elben aus dem Westen wieder willkommen ist und die die Kunst der Magie bei deiner Mutter Melian lernt. Und so schweifst du durch dieses Reich und übst deine Melodien und deine Magie und die Zwiesprache mit den hellsten und wachsten Geistern dieser Welt. Und bist aber oft auch einsam unterwegs, weil eine gewisse Abgeschiedenheit auch zwischen dir und den anderen existiert. Nicht nur wegen deiner Abstammung als Tochter des Fürsten, als Tochter einer Maia, sondern auch, weil von Geburt an der Schimmer des Schicksals auf dir ruht. Und die Leute wissen, dass in der Zukunft noch Dinge geschehen werden durch die Weissagung, die bei deiner Geburt geschahen, die ihr Schicksal wiederum bestimmen könnten, wenden könnten, Einfluss auf die Welt haben werden. Und bei aller Freundlichkeit und Höflichkeit und höfischer Vollkommenheit, die viele Leute rings um dich an den Tag legen, ist dann doch auch ein stiller Respekt da, der nicht immer nur angenehm ist. Und an einem dieser vielen gleichscheinenden Tage im Licht der jungen Sonne, wo die Vögel in den Bäumen singen und das Gras sich in lauem Wind wiegt und ein ewig frischer Frühling und früher Sommer über dem Land liegt, schweifst du nahe der Grenzen von Doriath. Als ein Knistern und ein Rauschen durch die Wälder und das Unterholz geht und die Vögel verstummen, die Lerchen und der Ruf des Kuckuck schwinden
und du den Ruf des Eichelheers hörst, der beginnt zu warnen und über den Wipfeln Vogelschwärme auffliegen siehst, die mit raschem Flügelschlag versuchen, Höhe zu erreichen, für irgendetwas davonzuweichen, das sie stört, sie erschreckt. Etwas, was du so gut wie nie erlebt hast in den Grenzen dieses Reiches. Ist Luthien nun eine, die davor zurückweicht und nach Menegros ziehen will und sich dort verbergen in die Höhlenfestung ihres Vaters, wo tief, tief im Fels von Zwergen und Elbenhand eine Festung erschaffen wurde, die nie erobert werden soll? Oder ist sie eher jemand, der hingeht und nachsehen will, was da geschieht? Während die Gedanken noch dabei sind, zurückzukehren, um die anderen zu warnen vor diesem sehr ungewöhnlichen Ereignis, sind die Beine schon dabei, so schnell wie möglich darauf zuzulaufen. Dein Mantel und dein langes dunkles Haar flattern hinter dir, als du über die Wiese eilst, schnell die Rupe gerafft. Und dir kommt etwas entgegen, fast für einen Moment, als würdest du auf einen Spiegel durchrechnen, dem eine dunkle Gestalt deine Schritte nachahmt, nur taumelnd und unsicher. Und das Haar ist zwar lang, aber es ist matt und Zweige und Blut sind darin verfangen. Und dann kommt dir eine Gestalt entgegen, wie du sie so noch nie gesehen hast. Deren Augen ein anderer Schimmer innewohnt, nicht das Sternenlicht, das aus vielen Augen der Sindar und aller anderen Elben schimmert. Nicht der hohe und schlanke Wuchs, sondern eher kräftige und breite Schultern und lange Arme und große Hände, die bereit sind, auch mit großer Kraft einen Schwertgriff zu fassen. Und das erste Mal in deinem Leben erblickst du die Wesen, die als Menschen bekannt sind. Und Beren wiederum, der nach Wochen, wenn nicht gar Monaten von langer Wanderung durch staubbedecktes, verdorbenes Land, versteckt unter Felsbrocken vor gigantischen Spinnen, die mit klackenden Beinen umherziehen, die Kinder Ungoliaths, die im Süden des verheerten Dorthonions leben, endlich einen Ort der Zuflucht gefunden hat, wo kühler Schatten unter großen Bäumen herrscht und du das Rauschen von frischem Wasser hörst und dann den Gesang einer Stimme, die sich Nachtigallen gleich über die Melodie des Waldes erhebt. Du siehst aus dem Sonnenlicht dir entgegeneilen eine Frau, hochgewachsen und mit langem dunklen Haar, mit heller Haut und Augen, in denen ein grauer Glanz schimmert und die dich wie ansieht. Wie reagiert Luthien auf diesen Menschen, der abgerissen und vom Krieg gezeichnet auf einmal vor ihr steht? Erschrocken. Aber neugierig, weil Luthien zwar theoretisch um die Gefahren weiß, die von Menschen ausgehen, aber so behütet, wie sie aufgewachsen ist, war die schlimmste Gefahr, die ihr je begegnet ist, der Teich, in den sie nicht fallen durfte, oder ein wildes Tier, das sowieso schneller wieder weggelaufen ist, als es überhaupt wahrnehmen konnte, dass sie da steht. Und so ist es in erster Linie die Neugier, die überwiegt. Und nach kurzem Zögern läuft sie auch sofort weiter auf ihn zu. Das heißt, sie wirkt furchtlos, vollkommen und fast eher neugierig. Erik, Beren, wie ist deine Reaktion auf das, was du da siehst, was fast eher, nach dem, was du die letzte Zeit erlebt hast, fast eher wie ein Traumgesicht erscheint? Guck mich so ein bisschen verwirrt um und sehe, dass diese Gestalt immer noch auf mich zuläuft, aber es ist nicht eine Gestalt von der Art, wie ich sie jetzt die letzten Wochen, Monate erlebt haben musste. Und werde mich dann unbeholfen irgendwie hinter den nächsten Baum versuchen zu verstecken und so hinter dem Baum vorlugen. Hab keine Angst! Beren spricht natürlich die Sprache der Grauelben, da sie auch von den Elben, die aus dem Westen zurückgekehrt sind, angenommen wurde und seine Familie ja tatsächlich einen Bund hat mit einem der Fürsten, mit Finrod Felagund. Das heißt, du verstehst natürlich jedes Wort, das sie spricht und kannst ihr auch in ihrer eigenen Sprache antworten.
werde dann mal so einen prüfenden Blick an mir runter auf den Ring richten, den ich trage. Der ist zwar dreckverschmiert, aber der grüne Stein und die goldenen Blüten, die die Schlangen halten, sind immer noch erkennbar. Dann trete ich von dem Baum hervor. Seid ihr echt? Ist das träumig? Nun, wenn ihr träumt, dann ist es ein gemeinsamer Traum. Aber die Sonne steht hoch am Himmel. Es gibt überhaupt keinen Grund zu träumen zu dieser Tageszeit. Guck hoch zur Sonne. Die steht da tatsächlich, stelle ich fest. Und es ist auf einmal tatsächlich eine Klarheit da. Du bist auch die letzte Zeit fast wie in einem Fiebertraum umhergeeilt und die Wege haben sich unter deinem Fuß gewunden und fremde Stimmen haben dich in unterschiedliche Richtungen gerufen und immer wieder hast du dich außerhalb des Waldes wiedergefunden, aber das hier wirkt jetzt realer. Ja, recht. Ich meinte, ich habe Stimmen gehört, Gesang. Wart ihr das? Die Wälder sind voller Stimmen und voller Gesang. Doch sagt, seid ihr verletzt? Geht es euch gut? Ja, irgendwie bestimmt. Es ist nicht wichtig. Ich gehe langsamer auf ihn zu, also um ihn nicht zu erschrecken. Und konzentriere mich dabei nochmal sehr genau auf meine Umgebung, um abzuschätzen, ob ich mich noch innerhalb der Grenzen meines Reiches befinde oder ob ich bei einem Streifzug eventuell meine gewohnten Pfade verlassen habe. Du kannst tatsächlich mal auch die Würfe entscheiden lassen, wie viel du wahrnimmst. Aber sie... Wir haben uns dafür entschieden, auch wenn wir gerne The One Ring, den einen Ring, spielen. Es gibt ja auch die Variante dafür, das mit einem W20-System zu spielen. Und da wir jetzt in einer Zeit spielen, die noch eher hoch, die hohe Fantasy ist und mit einem ganz anderen Machtvermögen daherkommt, wenn man im Grunde sowas wie Halbgötter teilweise spielt, verbinden wir das. Das heißt, ein W20 und dann sagen wir mal, was das Endergebnis ist. Also ich habe eine 14 gewürfelt und ich habe auf Wahrnehmung plus 10, also 24. 24. Das ist auf Level 12 werden die Werte plötzlich dann schon hoch. Ziemlich gut, ja. Und wenn man ohnehin schon als Hochelfe beginnt oder als Waldelfe. Gut, du bist an der Grenze, dort wo sich Melians Gürtel, also der Bannzauber deiner Mutter, um das Reich legt. Und das überrascht dich erstens nicht, dass dieser Mensch sehr verwirrt war in letzter Zeit, wenn er in diesem Zauber gefangen war, aber es überrascht dich, dass er so tief darin vordringen konnte. Das heißt, ihr steht mehr oder weniger genau dort, wo der Rest der Welt anfängt. Und was du auch wahrnimmst, bei dem Blick ringsum ist, dass noch etwas weiteres sich im Unterholz nähert und ein dumpfes, leises Knurren ausstößt. Ja, also grundsätzlich würde eine Elfe meines Standes keine Waffen führen, aber durch ihre Freundschaft mit Galadriel und anderen kampferprobten Elfen wurde sie doch auch trainiert darin, wobei sie noch nie auf ein lebendes Wesen geschossen hat. Aber jetzt, wo sie eben wahrnimmt, dass eine mögliche Gefahr in der Nähe ist, zieht sie den Bogen und einen Pfeil aus dem Köcher an der Hüfte. Ich hebe sofort abwehrend die Hände. es tut mir leid, wenn ich eingedrungen bin. Ich bin hier aus Gründen. Nein. Du siehst ein paar von schwach schimmernden Augen in der Dunkelheit und das Knacken von Zähnen aufeinander und dann etwas, was in einer Sprache spricht, die bei dir dafür sorgt, dass sofort alles, die Nackenhaare sich aufrichten, ein Schauder von den Fingerspitzen die Arme hinaufläuft, dein Herz schneller anfängt zu pochen, eine dunkle, knirschende, knackende Sprache.
Dann siehst du, wie mir die Farbe aus dem Gesicht weicht und ich nicht mehr offensichtlich nicht mehr in der Lage bin, mich zu bewegen. Ich bleibe einfach so wie angewurzelt stehen. Ich trete einen Schritt nach vorne, um mich zwischen Bären und die Gefahr zu bringen. Lege den Pfeil an die Sehne und flüstere heilige Worte, mit denen ich nach Licht und Feuer rufe. Und um uns herum erscheinen ungefähr auf Kniehöhe tausende kleine Lichter, die die Umrisse der Kreatur deutlich hervortreten lassen. Das Sternenlicht, das den Elben so sehr am Herzen liegt und das auch das erste war, das du gesehen hast in deiner Kindheit, als du zum Himmel aufgesehen hast, legt sich ringsum über euch und auch über die Schatten und die Dunkelheit unter den hohen und dichten Bäumen und umranken eine gebeugt dahinschleichende Gestalt, die jetzt ihre schief stehenden und spitzen Zähne bleckt mit ihre großen hervorstehenden Augen zusammenkneift gegen das Licht, das plötzlich hineinsticht und einen kehligen Laut ausstößt. Du hast dergleichen auch noch nicht gesehen. Es ist eine weitere Neuerung an diesem sehr ungewöhnlichen Tag, aber du hast gehört, dass Morgoth Elben zu sich gelockt hat, schon vor langer, langer Zeit und verdorben hat und daraus etwas Neues entstanden ist. Die Irk, die Orks. Und dass diese so sehr das Licht hassen, wie die Elben es lieben. Es passt alles zusammen. Das muss eine von diesen Kreaturen sein, die auf den Fersen und dicht auf der Spur von dem Menschen zumindest so tief in Melians Gürtel eindringen konnte, dass er jetzt an der Grenze von Doriath steht. Und es kann ihm nicht erlaubt werden, weiter vorzudringen. Das ist etwas, was du seit deiner Kindheit weißt und immer wieder erzählt und erfahren hast. Du bist hier nicht erwünscht, Kreatur der Dunkelheit. Kehre zurück dorthin, wo du herkommst, und sprich deinem Meister, dass wir nicht bereit sind, den Schutz unserer Wälder aufzugeben. Das Wesen duckt sich, zischt erneut und du siehst einen langen Krummdolch in seiner Hand. Es schnüffelt. Und wie beeindruckend bist du denn? Wie sehr bist du darin geübt, jemanden einzuschüchtern? Ich bin geübt in allem und ich habe eine sehr charismatische Aura. Und das ist eine 24. Es duckt sich fast bis zum Boden, die Schultern sinken bis zu den Knien regelrecht herab und dann fängt das Ding an, seitlich und rückwärts davon zu kriechen, auf drei Gliedmaßen, den Dolch aber immer noch abwehrend erhoben. Zischt nochmal in das Sternenlicht, das du auf es herabgesungen hast. Und dann wendet es sich um und verschwindet in dem Schimmer und den ständig wechselnden Wegen und den sich schließenden Grenzen aus wuchernden Zweigen, die deine Mutter um das Reich gelegt hat. Und dann ist es fort. Beren hingegen wird ausgesprochen bleich, beziehungsweise der Mensch, dessen Namen du noch gar nicht kennst, glaube ich, steht da und wirkt bleich und erschüttert. Und ich lasse den Bogen wieder sinken, nehme den Pfeil von der Sehne, drehe mich wieder zu ihm um. Habt keine Angst. Die Kreatur kann euch nicht hierher folgen. Er verfolgte mich schon eine Weile. Zu meiner Verteidigung, er klang größer. Die Gefahr, die von den Kreaturen der Dunkelheit ausgeht, können wir nicht abschätzen. Es geht nicht immer um Größe. Aber darf ich? Wie seid ihr hierher gekommen? Und ich nimm nur so ein, ich drehe meinen Kopf so halb über die Schulter, über lange, dunkle, verwundene Pfade. Wir machen kurz einen Schritt zurück in der Zeit, um ein wenig diese gewundenen dunklen Pfade einmal aufzunehmen.
Ein paar Jahre gehen wir zurück. Denn Beren ist aufgewachsen in Dorthonion, dem Land der Kiefern, einer Hochebene, die nördlich von Doriath liegt, getrennt davon durch einen Gürtel von unwegsamem Gelände, in dem die Kinder Ungolians herumstreifen. Und dort hat die Sippe von Barahir das Land verteidigt. Denn im Norden wiederum, jenseits einer großen Ebene, dort liegt Angbar. Dort dräuen die Wolken und dort sitzt Morgoth tief unter Bergen, die er einst hat auftürmen lassen. Und er wartet darauf, irgendwann aus diesem Gefängnis ausbrechen zu können, denn die Brüder und Söhne Feanors, des mächtigsten, gerissensten und leider auch verfluchtetsten aller Noldor, haben gemeinsam mit ihren Verbündeten einen Halbkreis aus Festungen und Wachtürmen um das Reich von Morgoth aufgebaut. Und ein Teil davon ist Dorthonion, wo die Menschen in enger Verbundenheit mit einigen Elbenfürsten die Augen offen halten nach Orks und anderem Gesindel, das Morgoth ausschicken mag, um zu spionieren. Und so ist es auch geschehen, dass Barahir, Berens Vater und Anführer der Menschen hier, einen elbisch gefertigten Ring trug. Der eigentlich Finrod Felagund gehört, einem der Fürsten der Noldor, der unter anderem von seinen angelegten Höhlen in Nargothrond aus versucht, diese seit Jahrhunderten andauernde Belagerung zusammenzuhalten. Als dieser in die Schlacht ausritt, wurde er nahe Dorthonions von Orks überfallen. Und es waren Berens Vater Barahir und seine Männer, die einen Ring aus Speeren und Schilden um ihn bildeten, um ihn zu retten. Gemeinsam konnten sie die Orks besiegen und anschließend versprach Finrod, dass er und die Seinen immer der Sippe von Barahir verbunden sein würden. Und er überreichte Barahir einen Ring, der das Siegel von Finrod Felagund des Höhlenschleifers trägt. Und das Siegel besteht aus zwei Schlangen, von denen eine ein Bündel an goldenen Blüten trägt, während die andere es verschlingt und deren Augen mit strahlend grünen Steinen geschmückt sind. Ein ungewöhnliches Stück und das Beren Sippe auch immer behalten hat, um sich darauf berufen zu können. Es ist ein Unterpfand und ein Beweis, dass diese Verbindung besteht und auch ein Symbol dafür, dass ihr nicht allein seid, so abgelegen euer Reich auch sein mag. Allerdings war es Finrod Felagund nicht möglich, euch Hilfe zu senden, als Dorthonion so viel wie viele andere Regionen dieses großen, wachenden Gürtels an Festungen in der Schlacht des jähen Feuers fielen, als die Berge von Morgoths Festung Feuer ausspien, das mit immenser Geschwindigkeit und irrsinniger Hitze über das Land kam und alles Gras, alles Grün und alle Wälder verbrannt hat und nur Asche am Nordhang Dorthonions zurückgelassen hat. Und aus dieser Asche wuchsen nur krumme und bösartige Bäume erneut. Und mit dem Feuer kamen die Balrogs, die Morgoth befiehlt, und haben mit Schatten und Feuer und Schwert und Peitsche Elben niedergezwungen und ihre Festungen erobert oder geschleift. Und hinter ihnen, schwer wie ein Berg und gepanzert mit Schuppen wie aus schimmerndem goldenem Stahl, kam der erste der Drache, die größte Waffe, die Morgoth je erschaffen hat in seinen tiefen Hallen. Und wo dieser lang marschierte und wo sein Feuer fiel, sollte nichts mehr wachsen. Und mit dieser Schlacht des jähen Feuers war es auch mit dem halbwegs sicheren Frieden in Dorthonion vorbei. Viele von euch sind geflohen, viele von euch sind auch gefallen. Aber Barahir und mit ihm auch Beren blieben in Dorthonion und haben immer weiter versucht, es zu verteidigen, bis schließlich nur noch 12 übrig waren, die auf versteckten Pfaden mit kleinen Angriffen hier ein paar Orks, dort ein Lager, dort irgendwelche Nachschublinien versucht haben, die Armeen Morgoths zu schwächen und aufzuhalten, während ringsum, nur durch wenige Nachrichten an euch weitergeleitet, die Elben und die anderen menschlichen Verbündeten dieser versucht haben, Festungen zurückzuerobern, die Pässe wieder zu schließen und Morgoths Armeen irgendwie zurückzudrängen. Und an einem Tag wurdest du losgeschickt, um Wasser zu holen, das ihr dringend brauchtet. Das in Asche gehüllte Land bietet nicht mehr so viele frische Quellen. Ihr wisst aber, wo diese sich noch verbergen. Und du warst allein unterwegs. Dein Vater traut dir das zu, sicher zurückzukehren, weil du mehr als die viele der anderen 12 Gefährten
die Wege seit deiner Kindheit so oft beschritten hast, jeden Stein kennst, jeden gewundenen Pfad, jeden Baum, der irgendwo einen schmalen Felsspalt verbirgt, und mit den Ziegen und den einsamen Schafen der Berge hier entlang gelaufen bist. Und dort an dem See, den du gesucht hast, aufgesucht hast, hast du dich zum Schlaf niedergelegt. Und du warst dir nicht sicher, ob du wach warst oder ruhtest, als du die Augen halb offen gesehen hast, wie jemand über das Wasser langsam auf dich zukommt. Eine gebeugte Gestalt, die wie unter großer Last sehr langsam und zögerlich in deine Richtung geht. Ich stehe auf und ein bisschen gebückt gehe ich näher und versuche zu erkennen, was es für eine Gestalt ist. Als du dich bewegst, ertönt um dich ringsum eine Kakophonie von grellen Schreien, als hunderte, wenn nicht gar tausende Krähen auf einmal aufstieben und den Himmel gänzlich schwarz färben mit ihren Flügeln. Federn flattern um dich rings zu Boden, aber auch Blutstropfen, und du siehst die weit aufgerissenen Augen der Vögel und ihre geöffneten Schnäbel, in denen ihre Zungen flattern und wie Blut an diesen Schnäbeln klebt. Blut und Hautfetzen und in dem Blut verklebtes Haar, als hätten sie gerade erst ein Festmahl gehabt und nicht die Zeit oder die Muße besessen, irgendwie das Aas sich von den Schnäbeln zu picken und zu reiben. Und das klingt wie wütendes Gelächter, wie Schadenfreude, wie jemand, der sich über deine Pein oder deine Not lustig macht aus der Ferne, als sie rings um dich mit einem Land Richtung Himmel stieben. Ich schaue mir runter, bin vermutlich unverletzt. Nein, du bist unverletzt. Und als du dann hochschaust, ist die Gestalt, die übers Wasser gelaufen gekommen ist, näher gekommen, und du erkennst Gorlim, einen der Verbündeten deines Vaters, der vor einer Weile zu einem einzelnen Gang aufgebrochen ist, um bestimmte Bereiche, eine unserer gefallenen Städte, aufzusuchen und dort nach Neuigkeiten zu schauen und die Bewegungen des Feindes auszuspionieren. Gorlim, was tust du hier? Es muss ein Traum sein, eine Vision. Gorlim hebt langsam den Kopf und dann die Hand, und du siehst, dass ihm Blut aus den Haaren übers Gesicht gerannt ist, und als er den Kopf hebt, sein Hals sich öffnet, wo ein tiefer Schnitt die Kehle, die Sehnen, die Adern durchtrennt hat. Vielleicht deswegen ist seine Stimme nur sehr flüsternd, weil auch seine Stimmbänder vielleicht durchtrennt sind. Es tut mir leid, Bären. Was tut dir? Es tut mir so leid. Ich sah meine Frau. Und er sagte mir, er habe sie und ich könnte sie wiedersehen. Er versprach es. Und da habe ich es ihm gesagt. Er weiß, welchen Pfad er nehmen muss, Beren. Er weiß, welchen Berg er besteigen muss und wo er die Zeichen findet und wo er das verborgene Feuer findet. Beren kommt weit auf dich zu und streckt eine Hand aus, die keine Fingernägel mehr hat. Beren, er weiß, wo ihr seid. Eile! Dreh mich wie vom Donner gerührt um und renne so schnell wie ich kann in die Richtung zurück, wo das Lager ist. Das geheime Lager. Du schreckst aus dem Schlaf hoch und beginnst mehr oder weniger aus dem Liegen heraus sofort dich aufzurichten, auf die Füße zu rollen und loszurennen, lässt die Trinkschläuche zurück, rennst in den Wald, und rings um dich stieben erneut die Saatkrähen in die Luft, aber ihre Schnäbel sind nicht blutig. Trotzdem klingt ihr Ruf ähnlich bitter rings um dich. Das ka, ka, ka. Und innerhalb kürzester Zeit erhaschst du einen Blick hinunter auf das Lager, wo eigentlich die anderen Gefährten deines Vaters warten sollten. Und was du siehst, sind deutlich mehr als 12 Gestalten, und ihre gebeugte Gehweise und die rauen Stimmen, in denen sie sich unterhalten, die Rüstungen, die mit großen, grob geschmiedeten Dornen aus Eisen versehen sind, und ihre fahl schimmernden Augen, die im Schatten von den Helmen geborgen sind, um sie vor Sonnenlicht zu schützen. Orks kriechen in dem Lager umher, und zwischen ihnen liegen die Leichen deiner Verbündeten und Verwandten. Ich versuche mich zwar schnell, aber trotzdem irgendwie heimlich dort zu nähern und ziehe mein Schwert
das ich mit mir trage. Du siehst. Versuche mich dann runterzuschleichen in Richtung Anlage. Dann schau mal, wie gut du schleichen kannst und ob nicht sich doch noch ein Stein unter deinen Füßen löst und runterpoltert und verrät, wo du bist. Ich schleiche 24 gut. Wir haben viele 24 heute. Das heißt, du bewegst dich tatsächlich lautlos und tritt sicher den Hang hinunter und im Schatten der niedrigen Kiefern näher heran. Und du siehst einen von den Orks, das sind Dutzende, die dort umherstreifen, zwischen die Sachen deiner Verbündeten durchsuchen, die Zelte aufschlitzen, an Trinkbechern schnüffeln, mit Kleidung und Schmuck und Andenken herumspielen und sie teilweise drauf rumbeißen, in das gerade noch schwelende Feuer werfen. Und du siehst einen, der ankommt und eine Hand hochhält, an der ein Silberring mit goldenen Blüten und grünen Steinen schimmert. Und er kann gut gerade und versucht mit seinen groben Fingern den Stein und den Ring von dem Finger zu ziehen, aber es gelingt ihm nicht und schüttelt die Hand wie irgendwie ein Spielzeug, ein totes Tier und dergleichen. Dann wirft sie dann einem anderen zu, der mit den Zähnen drauf rumbeißt und versucht, den Ring zu lösen, aber dem gelingt es auch nicht. Und dann hält er das hoch. In dem Moment, in dem ich den Ring sehe, stürme ich vermutlich laut brüllend los, von wo auch immer ich gerade war, und gehe mit dem Schwert auf die Orks los, die direkt vor mir sind. Gut, die sind auf jeden Fall erstmal überrascht. Die haben dich nicht im geringsten kommen sehen, dich nicht gehört, dich nicht gerochen. Du bist gegen den Wind und im Schatten der Bäume herangekommen und ihre Augen sind vom Licht zu sehr geblendet. Das heißt, du kannst problemlos den Ork erreichen, der die Hand mit dem Ring hält, oder willst du einen anderen ansteuern? Nee, auf den habe ich es besonders abgesehen. Dann versuch ihn doch mal zu treffen. Ich versuche das. Wenigstens mit zwei Schnitten einmal erfolgreich, vermute ich, weil eine 14 könnte man den Ork auch treffen. Vielleicht. Ja, die 14 trifft den Ork tatsächlich. Dann sind es zwei Treffer. Dann kannst du hier mal kurz den Schaden bestimmen, aber er ist auf jeden Fall vollkommen überrascht und stößt nur so ein dumpfes Grunzen eher so aus, als ihn der erste Hieb trifft. 19 insgesamt. Ja, das heißt, ein Hieb, zwei Hiebe, mehrere Orkfinger fliegen durch die Gegend und die Hand deines Vaters fällt zu Boden. Du könntest einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen, um sie aufzufangen, wenn du das willst. Das will ich auf jeden Fall. Geschicklichkeit. Oh, komm, das ist eine 23. Bleibt unter unserer Baseline. Das ist keine 24. Nein, du greifst tatsächlich zu und fängst die Hand noch, bevor sie den Boden berühren kann. Das Fleisch ist kalt. Dein Vater muss schon irgendwann in der Nacht gestorben sein. Oder zumindest die Hand abgetrennt worden sein. Wenn ich noch Zeit habe, gucke ich mich schnell um. Über wie viele Orks reden wir hier? Mindestens 2,5 Dutzend und du siehst im Hintergrund ein paar weitere auftauchen, die jetzt mittlerweile die Bögen spannen und Pfeile aus ihren Köchern ziehen, wenn sie Hilferufe zu anderen ausstoßen. Dann bette ich die Hand in meinem Gewand und fliehe so schnell ich kann in die andere Richtung. In der, aus der die Orks mit dem Pfeilen nicht kommen. Und das ist das, was du danach noch lange Zeit getan hast. Orks töten und fliehen. Und wieder Orks töten und fliehen. Aber immer mehr von ihnen strömten nach Dorthonion auf der Suche nach dir. Und auch wenn du mit allen Pflanzen und Tieren dieses Landes verbündet bist und diese dich warnen und du in ihrem Schutz ruhen kannst, irgendwann blieb kein Pfad mehr unbewacht und kein Versteck mehr ohne eine Falle, sodass du Dorthonion verlassen hast gen Süden. Und dann nach langer Zeit, die du durch dieses verfluchte Land dort geirrt bist, in dem seltsamen zauberischen Wald ankamst, immer noch ein Verfolger auf deiner Spur, der dir schnüffelnd und grabend gefolgt ist. Du bist dir aber versichert, dass es am Anfang mehr waren und auch die Orks müssen den Spinnen und den anderen Monstern dieser Gegend zum Opfer gefallen sein. Und dann jetzt, mit dem Ring deines Vaters, der eigentlich der Ring eines Elbenfürsten ist, am Finger oder am Finger, nicht wahr? Den trägst du inzwischen. Bist du nach Doriath gekommen, wo Luthien
die Tochter von Ilúthungol und Melian, die Waffe erhoben hat und allein mit ihren Worten den Ork dazu gezwungen hat, umzukehren und das Reich wieder zu verlassen. Und an dieser Stelle kehren wir in die Gegenwart der Erzählung zurück und machen eine kleine Pause und sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank für die Geduld und hoffentlich haben wir euch ein bisschen unterhalten bislang. Bis dann und vielen Dank, ihr zwei.